und Servus zu einer neuen Folge von Transport Fieber 2. Ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ja, in den letzten Folgen haben wir uns um den Hauptbahnhof und um die Ringstraße bzw. den Großumbau in Wien gekümmert. Heute möchte ich endlich die Gleisanlagen am Hauptbahnhof weiterbauen. Ich will auch gar nicht sagen fertigstellen, ich möchte sie einfach nur weiterbauen. Aber ich zeige dir vorher etwas. Ich habe mich ein bisschen um Wien Mitte gekümmert und ganz ehrlich, ich hatte vorhin schon eine Aufnahme im Kasten. Fast 30 Minuten lang habe ich mich beschäftigt, nur um das hier zu generieren. Das hat so viele Fehler gebracht, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man jetzt das fertige Produkt sieht. Ich bin richtig froh, dass das jetzt wirklich fertig gut aussieht. Die Einfahrt in unseren Bahnhof Wien-Mitte, das hat mir Nerven gekostet. Ich habe wirklich eine halbe Stunde lang herumexperimentiert, denn ich konnte aus irgendeinem Grund nicht anschließen. Und nein, ich hatte kein Gleisstück vergessen oder sonstiges. Es hat mir jedes Mal, wenn ich von dieser Seite angefangen habe zu ziehen, ein Loch hineingemacht. Und von dieser Seite, wenn ich angefangen habe, die Gleise zu ziehen, hat es mir jedes Mal geschrieben, Kollision bei Terrainangleichung. Also nein, irgendwas war da verbuggt, aber jetzt haben wir das endlich in den Griff bekommen. Und dann können wir das Ganze hier schon gut beseitigen. Tja, das nächste, was ich machen möchte, ist, ich möchte natürlich wieder alles auf eine Ebene zurückbringen. Und zwar, genau, also nicht ausglätten, sondern ich würde das gerne so machen. Ja, und zwar würde ich das gerne so machen. Man sieht, dass das doch etwas größer ist. So. Das machen wir jetzt auch wieder zu und hier machen wir es hier wieder zu. Genau so hätte ich das gern. Und jetzt glätten wir das Ganze aus. So. So passt das. So passt das hier. Und dann funktioniert das einwandfrei. Perfekt. Ah, der kleine Hügel, der stört mich nicht. Das kriegen wir schon irgendwie in den Griff. Das ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht probieren wir es einmal doch, wenn wir vorhin da so runter... Na, also... Das hier so machen. So... Leben. Jetzt haben die da einfach angeschlossen. Da habe ich jetzt nicht aufgepasst. Das hätte ich sperren müssen. Da muss ich aufpassen. Und zwar muss ich hier noch schnell sagen. Nein, 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 nein. Da können wir auch noch so einen Fußgängerweg reinziehen. So, 3 Meter mit keinen Häusern. So, das Teil hier nehme ich weg und dann können wir die Sperre hier anwenden. Hier würde ich Ihnen sogar erlauben, na, so anzuschließen. Allerdings würde ich das auch absperren und dann können wir das hier wieder aufmachen. Ja, das sieht gar nicht so schlecht aus. Ein bisschen malen noch. Sie sich eh ordentlich aus.
können wir das hier ruhig so machen. So. Gut, dann hätten wir das auch. Jetzt würde ich gerne noch so ein bisschen aus und so ein bisschen aus. Ja, das passt schon so. Wie sieht es da unten aus mit den Gleisschotter? Kommt auch noch weg. Das kann man auch weggeben. Da oben radieren wir noch drüber. Dann passt das. Hier können wir auch noch eine Straße drüber ziehen. Na? Okay. Ja, ich habe ehrlich gesagt nicht vor, darüber zu gehen. So. Sieht gut aus. Geht mal aus. Ja, das passt. So lassen wir das. Ja, auch eine Verbindung. So können wir das schon lassen. Mit den Gleisen hier, das passt. So, dann hätte ich hier gerne wieder die Signale. Habe ich das endlich abgeschlossen? Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie lange ich da wirklich jetzt vorher gearbeitet habe. Eine halbe Stunde war eigentlich ja die Arbeit hinfällig. Das Einzige, das ich jetzt noch festgestellt habe, ist, wir brauchen Oberleitung. Und zwar 80 km/h. Hier, 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 hier und hier. Machen wir hier auch. Und hier lassen wir ihn sogar 120 fahren. So. 80, 120, was haben wir hier? Haben wir hier auch 80 oder sowas? 120. So. 160. Sagen 100. Ja, so lassen wir das. Da haben wir alte Gleise gemischt mit neuen Gleisen. Das passt schon. Gut, jetzt möchte ich aber endlich hier die Richtung vorgeben, denn das ist ganz wichtig. Sonst funktioniert das nämlich nicht. 160 mit 50 km/h. Das ist ja der Cat, oder das soll zukünftig der Cat sein. Ich würde mich freuen, wenn du unterirdisch bleibst. Bist du aber nicht. Warum tust du das nicht? Kann ich hier noch ein bisschen nachhelfen? Nein.
gehen wir zu weit runter. Würde es rein theoretisch funktionieren, wenn ich sage, ich fahre da ein Stück parallel mit? Beziehungsweise von hier. Drehe jetzt. Komme ich da in den Tunnel rein? Ja, da komme ich in den Tunnel rein. Ja, so hätte ich das gern. So. Signale haben wir ja gesetzt, glaube ich. Haben wir hier Signale gesetzt oder haben wir hier keine Signale gesetzt? Nein, offensichtlich haben wir hier noch keine Signale gesetzt. Genau, die habe ich. Wir hatten sie gesetzt, nur ich musste sie ja abreißen. Sonst wäre gar nichts möglich gewesen. Kommen die hier hin? So. Und da haben wir das hier. Das passt schon. Genau. Müssen wir noch was machen, und zwar kommt hier noch ein Blocksignal hin, du als Einfahrtsignal und du als Start des Blocks, und dann hätten wir das eigentlich erledigt. Und hier machen wir auch noch sowas, passt. Da könnte man eigentlich auch zwei Blocksignale hinsetzen. So. Schön viele Signale, damit schön viele Züge da fahren können, und das gefällt mir eigentlich schon. Jetzt müssen wir halt das neue Schwächert dann dort irgendwo hinsetzen. Aber bevor wir das machen, kümmern wir uns jetzt mal endlich um den Gleisbau in unserem Hauptbahnhof. So, das können wir abreißen. Und dann würde ich gerne mal, ich nehme jetzt mal nur die 250er. Wir tun das dann wieder downgraden. Ja, und schon gerne die gleiche Höhe, bitte. Danke. So. So. Oder vielleicht sogar so. Hoppla. Das kann man ruhig so lassen, weil da geht er dann eh in die Richtung. Genau, das
So machen wir das. Das machen wir so. Das machen wir so. So, dann das hier so. Und das hier so. Jetzt wird es interessant, denn ich möchte gerne von allen Gleisen auf alle Gleise rüber. Gerne so. Mal schauen, ob das so funktioniert. Doppelkreuz und Weichen. Das geht leider nicht, aber da kann es wieder eine sein. Da ist es wieder eine. So. Was hätte ich auch gerne hier? Genau. Auch hier schauen wir, dass wir so viel wie möglich an Doppelkreuzungsweichen kriegen. Geht nicht, die geht nicht, die geht nicht, aber die geht wieder. Viel ist es nicht. Soll uns das aber auch nicht stören. Dann machen wir das so. Wir müssen es hier schaffen, weil hier schaffen wir es eh. Hier wird man gar nichts schaffen. Das heißt, wir müssen hier auf jeden Fall machen sowas hier. Das geht nicht, aber das geht. Dann hätten wir das auch erledigt. Hier können wir rüber. Hier können wir darüber. Hier können wir gar nichts. Hier können wir auch nichts. Das heißt, wir könnten theoretisch hier noch Weichen einbauen. Nur damit wir da dran kommen, das sieht gut aus, weil das brauchen wir nicht. Sind wir dann zumindest schon dort. Dann hätten wir das auch. Noch was. Wir können jetzt eigentlich von überall nach überall hin. Na, nicht von überall. Das merke ich gerade. Es geht auch noch nicht von überall nach überall. Ist aber auch nicht so tragisch, weil wir können hier auch noch sowas einbauen. Wenn das zulässt. Nein, lass doch nicht so. Probieren wir es einmal so. Das lässt er zu, genau. Dann machen wir hier das auch. Machen wir es so. Autosave. Und hier können wir andocken und würden wir es hier rüber schaffen? Nein, das heißt, wir könnten das nochmal bauen. Jetzt sind die mal alle mit Summit verbunden. Bauen wir neu. Da habe ich ein bisschen zu vorschnell gehandelt. So, das bauen wir neu. Jetzt bauen wir mal überall das hier. Überall so eine Verbindung. Da
dass es uns rein theoretisch möglich ist, einmal nur die Gleise hier zu verbinden. So. Jetzt können wir sagen, wir würden gerne. Ah, das geht nicht. Wir würden gerne von hier darüber. So viel Doppelkreuzungsweichen wie möglich machen. Keine einzige funktioniert aktuell. Egal. Und das würde man dann gerne von hier auch machen. Nein, jetzt habe ich mich verdrückt. Also nochmal. Gerne von hier. Blätter rüber. Da, wo es gegangen ist, nämlich hier. So, und jetzt schauen wir mal, was wir hier ein Doppelkreuzungsweichen kriegen. Kriegen wir auch keine, aber hier kriegen wir noch eine. So. Geniales Weichenkonstrukt, gefällt mir. Das sieht schon ein bisschen besser aus, was wir da fabriziert haben. Ja, gefällt mir. So. Gar nicht so schlecht. Jetzt hätte ich gerne wieder die das hier. Natürlich ohne Oberleitung. Da würde ich das gern so machen. Und hier würde ich das gerne so machen. Das sieht gut aus. Können wir da auch noch ein bisschen tricksen? Gerne so. Gerne so. Wir brauchen eigentlich nicht. So. Ja, das sieht gut aus. Und jetzt holen wir uns das Maltool. Und mal da mal ein bisschen drüber. So. So schlecht, was wir da gebaut haben. So, das Einzige, was ich jetzt noch schnell machen möchte, ist nicht den Bahnhof abreißen. Möchte gerne wieder Dächer. Brauche ich einmal die. Das bis da nach vorher will ich das machen. So, dann will ich das hier weg haben. Und da will ich das haben.
nur gebogen? Das will ich ehrlich gesagt nicht haben. Dann mache ich das flach. Die eigenwillige Konstruktion des Wiederhauptbahnhofs ist eher nicht, dass diese Schwünge, ich meine, man kann sie jetzt nicht wirklich eins zu eins nachbauen, aber die sind etwas weiter hinten, also sie sind etwas aus der Mitte, darum finde ich, dass das hier gar nicht so schlecht aussieht. So, aber jetzt würde ich noch gern was ausprobieren. Das ist jetzt wirklich nur ein Versuch wert. Und zwar ein modernes Dach, das könnte man gar nicht ansetzen. Ja genau, das geht gar nicht. Gut. Passt. Damit kann ich leben, damit bin ich zufrieden. Das Einzige, das wir jetzt noch brauchen, ist, wir müssen da mal mit den Gleisen raus. Da hätte ich gerne die 920er Gleise, 120 mit 50 Metern, und dann würde ich gerne mal schauen, wo ist eigentlich... Bitte nicht. Das ist schon wieder so eine Konstruktion, wo wir keinen Tunnel haben. Könnte man damit leben? Das ist der Bahnhof. Wie sieht das aus? Damit könnte man gar nicht leben, weil aus irgendeinem Grund sich das nicht bauen lässt. Gut, das haben wir wieder gut hingekriegt. Das heißt, wir müssen auch das hier entfernen. Das gute Teil noch einmal neu bauen. Diesmal bauen wir es aber gerade, weil jetzt hat das keinen Sinn. So. Wo ist mein Untergrundbahnhof? Da ist der Untergrundbahnhof. Ah, das ist normal, Plattformlänge ist 160 Meter, 550 Höhe, dann hätte ich gerne das so und so. Dann hätte ich gerne zweigleisig, eine Plattform links, eine Plattform rechts, 5 Meter in der Breite. Ja, das hätte ich gern so. Ein bisschen tiefer vielleicht. So. Und jetzt schauen wir, dass wir da die Gleise rauskriegen. Wo ist der Bahnhof? Dass wir da anschließen können. Wie das passt. Ja, auch perfekt. Oh ja, das gefällt mir. Genauso möchte ich das haben. Allerdings hätte ich da gerne ein schöneres Portal, weil das Portal ist grauenvoll. Das heißt, wir machen das neu. Wir nehmen dieses Portal hier. Und hier nehmen wir dieses Portal hier. Das sieht cool aus, das lassen wir.
So, und dann müssen wir jetzt Richtung Meidling. Das heißt, wir müssen unser Meidling hier bauen. Dazu werden wir dann einen kleinen Bogen machen müssen. Wir werden dieses virtuelle Meidling hier hinsetzen. Und da hätte ich mir überlegt, dass wir einen Standardbahnhof nehmen. Nämlich den hier. In Meidling hält ja laut meinem Plan, hat ja die Linie S1 ihre Endstation. Das heißt, ich brauche da mal auf jeden Fall 6 Gleise. 6 Gleise. Das drehen wir so. Ja, schon zu 140 Meter bitte. So, jetzt müssen wir noch irgendwie schauen, dass wir da rüberkommen. Weil die U-Bahn ist auch in Meidling angesiedelt. Wir machen das jetzt einmal so. Ah, da müssen wir noch viel von den Bergen hier wegmachen und neue Berge aufschütten. Ich sehe das schon kommen. Also nicht wundern. Wir nehmen da jetzt gleich wieder ein bisschen das Terrain-Tool. Ich muss da noch ein bisschen Platz schaffen. Das ist wieder eine Aufgabe für Offscreen. Definitiv Offscreen. Ein Jammern auf hohem Niveau, aber ich hätte gern noch einen größeren Terraforming-Pinsel. Könnte man gut brauchen. Aber wir auch noch ordentlich in der Landschaft herum. Ein bisschen ausgleichen hier. So passt das schon. Das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir müssen ja nicht alle U6-Stationen machen. Wir schicken die U6 dann ganz einfach wieder unterirdisch. Lassen sie hier drehen und das kriegen wir schon irgendwie hin. So, jetzt brauche ich mal... Konfiguration. So, da muss ich nochmal schnell schauen. Ja, in Meidling teilt sich natürlich auch wieder die Bahn ein bisschen auf und geht dann auch in die Richtung, aber vom Hauptbahnhof direkt. Ich muss das jetzt nochmal anschauen. Okay. Ja genau, so haben wir das so. Und in Meidling kommt hier noch weg und dort... Ja, das kriegen wir zusammen. Das bringen wir hin. Das Einzige, das wir jetzt noch machen müssen, ist, ich hätte gern diese neuen Plattformen. Die 550er aus der Ära C. So. Jetzt muss ich die alle abreißen. Ja genau, dann nehmen wir gleich das Gebäude mit. Das auch gleich so. So, sechsgleisig. RAC 550.
können wir so machen. Das passt. Jetzt müssen wir die Gleise auch noch wegmachen. Das nennen wir mal um. Das Ganze heißt Wien Meidling. Hätten wir das einmal, aber jetzt komme ich gerade drauf, dass wir hier vergessen haben, die Anschlüsse zu setzen. So, drehen wir das Ganze mal. Kann das da nicht irgendwie so... Genau. Drüben vielleicht auch. Ja, so lassen wir das. Die drei Stück müssen reichen. Anschluss fertig. Passt, dann können die da runtergehen. Runter und rauf, also runter zur S-Bahn, rauf zum Hauptbahnhof. Das kommt dann mal weg noch kurz. Hier müssen wir jetzt noch die Gleise machen. Sollte das eigentlich auch passen. Dann haben wir die modernen Gleise drinnen, nämlich die hier. Und zwar möchte ich das so haben. Jetzt will ich kurz was überlegen. Wenn ich hier jetzt sage, ich nehme dich hier weg. Nein. Wenn ich jetzt sage, ich nehme dich nicht weg. Jetzt habe ich ein bisschen zuvor schnell gehandelt. Ich würde gern dich belassen bei deinen 550 Metern. Würde ich gerne Passagiergebäude nehmen. Was haben wir denn da für schöne Gebäude? Und ich würde gerne hier Gleise machen, und zwar zur Gleise genommen. Die falschen. Hätte mir eigentlich auffallen sollen. Ich meine, es ist mir aufgefallen, aber ich dachte, das ist jetzt ein Anzeigefehler, weil wir schon zu viel gebaut haben. Man weiß ja nie, was das Spiel sich so alles vorstellt. So. So, noch einmal. Er reißt irgendwas ab, aber nicht das, was ich will. Das ist auch gut. So. RAC mit 550 Metern. Das machen wir so. Das machen wir so. Jetzt kommen die Passagiergebäude. Das war jetzt auch wieder gut gesetzt. So.
jetzt möchte ich da ein Gleit haben. Ja. Nämlich das hier. So. 40, 80, 120, 160. Kann ich da jetzt so eine Plattform anschließen? Das gefällt mir. 40, 80, 120, 160. Ja, das gefällt mir sogar sehr gut. Das Einzige, das ich jetzt noch gern haben möchte, ist, und zwar würde ich jetzt gerne noch einmal ein Gleis nehmen. Das würde ich gern hier ansetzen und jetzt würde ich gerne versuchen. So ein Depot zu bauen, aber gerne dieses Prellbock-Depot, das Spitzkern-Depot mit Hochgeschwindigkeitsgleis 60 km/h. Das würde klappen, das heißt, ich muss das umdrehen. Darf ich es nicht rein, aber da darf ich es. Könnte allerdings jetzt ein Gleis nehmen. Das so hier machen. Das konfigurieren wir noch einmal. Das will ich weg haben und will das zu deinem neuen Gleis haben. Jetzt geht das nicht mehr. Mal konfigurieren. Gleis modern. Hierhin bitte. Jetzt ein normales Gleis. Müsste doch eigentlich dieser Prellbock da reinpassen. Nein, weil ich das um ein Stückchen zu lang gemacht habe. Also, noch einmal. Aber so gefällt es mir. So können wir das jetzt anmalen. Das habe ich mir eigentlich bei der ersten Staffel oder bei der ersten Staffel von Transport Fever 1, das wir gemacht haben, wo wir Meidling auch gebaut haben, habe ich mir das eigentlich, so etwas habe ich unbedingt haben wollen. Und jetzt haben wir es endlich. Das Einzige, was mich noch ein bisschen stört, ist jetzt, dass wir diese Oberleitungsmasten da haben. Aber das ist egal. Darüber kann man hinwegsehen. Weil prinzipiell verwenden wir ja die Mod, wo die Oberleitungsmasten in der Mitte der Gleise sind. Das wäre dann wieder Jammern auf hohem Niveau und das ist jetzt hier absolut nicht notwendig, denn wir haben ordentlich das in den Griff gekriegt. So. Können wir das auch so machen. Das
So, haben wir das mal auch erledigt. Das Einzige, das wir jetzt noch brauchen, sind diese Abgänge. Verschiedenes. Wartebereich. RA, B und C. Wie sieht das aus? Ja, das können wir gerne hier auch hinsetzen. Da machen wir so einen Abgang hin. Sieht nicht schlecht aus. Und hier machen wir die Aufgänge hin. Hier, hier und hier. Hier, hier und hier. Und jetzt brauchen wir noch. Jetzt brauchen wir noch Dächer. Was ist denn? Hat er wieder automatisch sowas immer. Schau, da macht das nicht. Hat was. Hat wirklich was. Gefällt mir ausgesprochen gut. So, jetzt können wir dann noch die Gleise machen. Das ist wieder eine überlange Folge. Stört mich aber gar nicht. Jetzt machen wir mal die Gleise. Und zwar brauchen wir... Da hätte ich jetzt gern was Schnelleres. Und zwar das 120er mit 50 Metern. So. Das machen wir so. Eigentlich machen wir das nicht so. Eigentlich machen wir das so. Du bist dieses Gleis. Du bist dieses Gleis. Soll er da ja eh nicht reinfahren. Das heißt so. Kann gern mit der Geschwindigkeit sein, das stört mich nicht. Allerdings muss das eine Doppelkreuzungsweiche werden. Ein Gleisvorfeld bauen. So, das Einzige, was wir jetzt noch brauchen, ist Oberleitung, weil die haben wir vergessen. Wunderbar. Also die haben hier nirgendwo Oberleitungen platziert. Jetzt haben wir ein Problem, nämlich keine Oberleitung. Passt. So.
Wahrscheinlich könnte man das so machen. Den wir das wirklich definitiv so gestalten, dass dieses Gleis das hier ist. Dieses Gleis ist das hier. Die S-Bahn-Gleise da so sind. Das sieht auch gut aus. So, und jetzt müssen wir nur schauen, dass wir da noch ein bisschen was machen. Und das schauen wir sich einmal an, wenn wir jetzt da so runtergehen und sagen, wir wollen da mal anschließen. Allerdings aufgeschüttet. Ja. Das passt. Hier auch. Dann müssen wir das noch so machen. Und das noch so. Ja, dann können Sie da hier auch rüber. Notwendig. Haben wir den S-Bahn-Betrieb, den haben wir hier. Dann haben wir die Fernverkehrszüge, die haben wir hier. So. Und vom Hauptbahnhof haben wir gesagt, die gehen insgesamt. Zwei Linien weg. Die gehen aber nach oben weg. Nach unten weg geht nur die eine. Beziehungsweise wir brauchen auch was, was darüber geht. Da können wir aber eigentlich jetzt, wenn wir das so sagen, wir bleiben auf der Höhe. Möchte ich das so haben? Nein, wenn, dann gehen alle über Meidling. Egal was sie tun, alle Züge gehen über Meidling. Das heißt, wir können da ohne Probleme hier anschließen. Hier anschließen. So. Das möchte ich gerne so machen. Immer diese Gleispaare. Genau. Das nächste Gleispaar kommt hier rein. Dann ist das das nächste. So, dann hätten wir das. Sind die Stränge hier miteinander verbunden alle? Und jetzt möchte ich noch so ein bisschen ein so Betriebswerk und so noch bauen, aber das hätte ich gern eher ebenerdig und nicht so abfallend. Aber
Aber das schauen wir sich in der nächsten Folge an, denn wir sind bei 55 Minuten. Das heißt, wir lassen die Zeit da jetzt wieder mal laufen. Fehlermeldung haben wir keine. Ja, sieht doch gut aus. Schauen wir sich den Hauptbahnhof von oben an. Ich glaube, das passt. Und gleich in der nächsten Folge basteln wir mit dem Gleisvorfeld weiter und schauen, dass das alles einen Sinn ergibt. Und wir können auch die Linie S1 verlängern zu ihrer tatsächlichen Endstation nach Wien-Meidling. In diesem Sinne, wir sind am Ende der heutigen Folge. Ja, es war eine aufregende Gleisbaufolge, aber wir werden in der nächsten Folge natürlich sofort weiter basteln. Wenn die Folge dir gefallen hat, würde ich mich wie immer über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen schönen Tag, einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal zu Transport Fever 2. Servus.